Hi, ho, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen heute Siege of Shanghai. Und wie ihr seht, ich versuche heute mal so einen kleinen Alternativweg. Normalerweise fährt man ja irgendwann über die Brücke und so weiter. Und es scheint sich sogar auszuzahlen. Ich glaube, der hat uns immer noch nicht vollends gecheckt. Nee, hat er noch nicht? Ja, nice. Oh, jetzt hat er seinen aktiven Schutz an. Na gut, wollen wir jetzt erstmal den? Ja, komm. Bam, sauber. Jetzt können wir uns die Panzer holen. Ich fahre da, glaube ich, erstmal hoch. Ich versuche diesmal gleich am Anfang nach Emil hinten durchzufahren. Und die halt ein bisschen von hinten zu erwischen. Und bis jetzt hat sie ja auch so einigermaßen geklappt, so wie es aussieht. Ja, hat es. Sehr schön. Zwei Fahrzeuge, darunter ein Tank und wir haben noch 100 Leben. Das ist schon ganz nice. Da kann man jedenfalls nicht meckern. So, drehen wir mal ein. Das hier ist übrigens, ja, die letzte Folge Battlefield 4. So sieht's aus. Nach ewig langer Zeit und wahrscheinlich jetzt ca. 270, 280 Folgen, die es am Ende geworden sind, ist es damit dann noch endgültig... Die kriegen wir noch. An der Zeit, dass es endgültig übergeht in Battlefield 1. Und wenn alles gut gelaufen ist, ich produziere ja vor... Komm schon, den müssen wir noch kriegen. Den können wir uns doch nicht... Wir schießen ein bisschen auf den Boden, dann müssen wir ihn kriegen. Ja. Wenn alles gut gelaufen ist, müssen jetzt ja schon auch die ersten Folgen Battlefield 1 laufen. Insofern ist da wahrscheinlich dann auch die Trauer nicht allzu groß, beziehungsweise einfach nur die Vorfreude oder die Freude insgesamt schon ganz ordentlich. Zumindest halt jetzt erstmal, was die Beta angeht, denn es müsste noch eher die Beta sein. Alter, ich glaube, der checkt gerade nicht, dass hier schon ein feindlicher Panzer am Stüssel ist. Nice. Alter. Jetzt hat schon ein anderes Gold. Eigentlich wollte ich jetzt, dass unser Squad-Arzt noch den anderen Panzer mitnimmt, aber ist okay. Aber insofern muss man ja echt sagen, ist es auf jeden Fall eine tolle Sache, weil im Endeffekt geht es ja auch weiter, wenn man so will, halt mit Battlefield 1. Deswegen ist es gar nicht mal so wie, ich weiß nicht, bei Fallout, auch wenn es sehr wenig gesehen wurde, hat es mir bei Fallout noch am ehesten leid, dass es dann irgendwann vorbei war. Oh, ich glaube, das war's. Das können wir vergessen. Die muss ich kaputt machen. Ey, na gut, okay, dann halt nicht kaputt machen. Was? Ich dachte, jetzt hätten sie uns eigentlich, aber gut, dann reparieren wir die Scheiße halt und machen weiter. Habe ich kein Problem mit. Habe ich gar kein Problem mit. So, reicht. Oh, schnell noch die Sprengzeug auf dem Boden kaputt. Aber was es halt, sage ich mal, eher hat, ist, dass bei Battlefield nicht vorbei ist, aber dass die Playlist Battlefield 4 an sich, es ist schon noch was anderes als andere Sachen, weil es halt auch so ziemlich unser erstes Let's Play ist auf dem Kanal. Was zwar nicht so ganz stimmt, ich sag mal, Leute, die wirklich von Anfang an dabei sind, die werden ja wissen, dass es schon so ziemlich unser zweiter Kanal ist. Wir mussten am Anfang, weil wir ein paar Fehler gemacht haben, mussten wir den ersten beenden relativ schnell, mussten dann den zweiten hier aufmachen. Und auf dem ersten Kanal gab es Videos, die es auf dem zweiten jetzt nicht mehr gibt. So. Ja, komm, der muss doch sitzen. Da können wir gleich. Ach, die Rakete ging ins Nirvana. Und da haben wir angefangen, ich glaube, mit DayZ. Ich glaube, es gab erst so ein paar DayZ-Folgen, bis es dann mit Battlefield losging. Und beim zweiten Kanal haben wir dann auf DayZ erstmal verzichtet gehabt, weil DayZ dann schon an dem Punkt war, dass es halt nicht mehr wirklich spielbar war. Und da sind wir mit Battlefield durchgestiegen. Insofern ist Battlefield echt die Playlist, die uns vom ersten bis zum jetzigen Tag auch wirklich komplett durchbegleitet hat bei dem Kanal. Alter, das waren viele. Aber wir haben da, glaube ich, auch genug gemacht. Wir haben die echt ordentlich, glaube ich, verunsichert. Gerade halt, weil wir den hintersten Punkt noch mit eingenommen haben. Insofern, glaube ich, haben wir unseren Job eigentlich gar nicht schlecht getan. Oh, hallo. Oh, da liegt er doch. Ja, gesehen, Bruder, gesehen. Bitte. Ja, sauber. Unser Squad-Arzt hat die da noch mit weggezwirbelt. Ja, nice. Haben wir die hier super schön hier gerusht. Jetzt können wir auch eigentlich gleich runtergehen. Wo wollen wir denn hin? Dora, Emi bleibt ja eigentlich nur noch übrig. Alter, wir dominieren die ganz ordentlich. Na gut, machen wir auch. Springen wir runter. Vielleicht können wir sogar von hier auch bis da nach hinten durchgleiten. Das müsste eigentlich passen. Arriba! Sauber. Klappt. Na gut. Und deswegen, ja, ist es schon irgendwie was Besonderes auch mittlerweile. Vor allen Dingen, auch insgesamt darf man ja nicht vergessen, so viel Videos pro Playlist gibt bei uns ja gar nicht. Es gibt ja viele, die hat man aber versucht, dann hat es nicht wirklich funktioniert oder so weiter und so weiter. Ach, Mist. Oh, komm schon. Nein. Der sieht uns. Mist. Ich dachte, er würde uns nicht sehen. Okay, der hat mir meinen eingeschenkt. Aber das langt nicht. Ach, jetzt hat er es gemacht. Und da testet man natürlich auch so ein paar Sachen an oder sowas, deswegen sind aber in der Regel wahrscheinlich die meisten Playlisten mit nur so ein paar Videos bestimmt. Und insofern ist Battlefield mit jetzt, ich weiß nicht, halt 280 Folgen oder 270 Folgen doch wirklich echt schon ziemlich herausragend.
Also ich glaube, mehr haben wir dann wahrscheinlich nur, wenn man Total War insgesamt betrachtet, was man halt so ein bisschen kann, wie ich finde, weil das halt alles immer sehr, sehr ähnlich ist. Ist immer gefühlt so ein bisschen eigentlich eine Playlist, eine Kampagne, die man gezockt hat, ist so ein bisschen, finde ich, wie eine Runde bei... Oh, eine Menge Minen. Wie bei Battlefield hier, bei Conquest zum Beispiel oder sowas. Ist natürlich zeitlich eine ganz andere Dimension, aber ich finde, man kann es trotzdem irgendwie so ein bisschen vergleichen. Und deswegen kann man das, finde ich, auch halt zusammenrechnen. Insofern ist es dann vielleicht sogar Conquest Large am Ende, was am meisten, Total War am meisten, was gezockt wurde. Also am meisten Videos, die es jedenfalls davon gibt. Aber insgesamt wahrscheinlich dann, ja, ist Battlefield schon doch recht groß dabei. Und, was man auch sagen muss, dass ich jetzt mit 500 und x Stunden, die ich jetzt habe bei Battlefield 4, ist es der Shooter, den ich in meinem Leben bis jetzt am meisten gespielt habe, tatsächlich sogar. Ach komm, komm, ja, den haben wir noch, den haben wir sauber. Ich glaube, wir steigen mal aus und werden dann mal, glaube ich, gleich eine Granate reinschmeißen, oder? Oder nicht? Ach, jetzt vielleicht vom Winkel her besser? Nee, nee, wir machen es mit der Nate. Weil ist mal ein bisschen risikoreich. Oh, ach, alles gut gegangen. Ah, die hat auch nichts gefangen. Ach, ist doch scheiße. Na gut, dann fahren wir hier einfach wieder außen rum. Vorne raus. Versuchen die mal ein bisschen vielleicht von hinten zu attackieren. Damit rechnen die auch mit Sicherheit nicht. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Okay, auch nicht. Dann fahren wir mal außen lang. Dann können sie doch uns hier nicht antun, dass sie die ganze Zeit den Anführungspunkt einnehmen. Also selbst sowas wie Counter-Strike oder sowas, was man früher eigentlich eher so in Internetcafés gespielt hat, was auch vielleicht sogar der zweitmeiste Shooter ist, es kommt vielleicht auch auf 200, 300 Stunden oder sowas, obwohl Call of Duty die Teile zum Teil waren auch an die 300 Stunden, aber eigentlich alles mehr auch nicht. Und da habe ich Battlefield 4 jetzt fast doppelt so lang gezockt. Und da ich finde, dass Battlefield 3 Battlefield 4 sehr ähnlich ist, weil es in vielen Teilen auch wirklich ein und dasselbe Spiel ist, das darf man ja wirklich nicht vergessen, ist es meiner Meinung nach, kann man sogar das noch dazu rechnen, kommen nochmal so 180 Stunden oder so, oder 200 Stunden oder so, kommen nochmal dazu. Also es ist schon wirklich mit Abstand... doch das Spiel, was ich dann, also der Shooter, den ich am meisten gezockt habe. Und Kleines wahrscheinlich auch. Und auch zu Recht, muss ich sagen. Denn es ist bis heute, wie ich finde, immer noch der beste Shooter. Ich meine, klar, irgendwann, wenn man älter wird und so, dann ist es halt auch so ein bisschen, vielleicht sieht man es dann irgendwann ein bisschen anders. Also ich meine, COD ist ja nicht umsonst verschrien dafür, dass es ja eher sehr junge Leute spielen. Also vielleicht ändert sich da so nochmal so ein bisschen dann vielleicht auf Dauer. Haben wir... oh, so gemein, Beifahrer, sehr schön. Ich meine, vielleicht ändert sich da auf Dauer nochmal so ein bisschen der Geschmack, aber insgesamt von all den Sachen, die ich so gespielt habe, in Sachen Shootern bis heute, würde ich sagen, ist es dann doch Battlefield 4. Ich meine, es gibt natürlich so ein bisschen arcade-lastigere Sachen, die man nicht unbedingt, finde ich, halt vergleichen kann. Auch Call of Duty kann man nicht hundertprozentig vergleichen, aber wenn man es halt so ganz grob vergleichen möchte, dann kann man das schon so sagen. Ich meine, ansonsten, der, den ich am meisten genossen habe und heute immer noch spielen würde, ist Natural Selection 2 Combat. Das ist ein Nischenspiel des Sondergleichen, was wahrscheinlich nie mehr als 200 Leute weltweit gezockt haben oder so. Aber trotzdem, das ist echt ein Ding, was mir einfach super viel Spaß gemacht hat. Und Linus auch, und wenn es heute immer noch von Leuten gespielt werden würde, würden wir das immer noch zocken. Aber naja, gut. Ich meine, wenn ihr wissen wollt, was es ist, wir haben dazu eine Playlist, könnt ihr ja mal reinschauen. Könnt das aber auch sein lassen. Ich glaube, das Spiel wird nie wirklich großartig Anhänger finden. Insofern müsst ihr halt selber schauen. Komm, den können wir doch noch knacken. Den können wir knacken. Alter, lauf die Rakete nach. So, jetzt. Bading. Jetzt hat er seinen aktiven Schutz an. Gemeinheit! Gemeinheit! Wir können leider auch nicht... ja, dachte ich mir schon. Das war einfach zu viel. Vielleicht können wir vielleicht ein bisschen außen rum gehen. Beziehungsweise uns hier irgendwie ein bisschen durchsneaken. Das müsste am Ende ja vielleicht auch noch klappen. Na, wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Okay, gehen wir da mal hoch. Ansonsten, es gab noch die Frage nach dem Motto, dass ich zum Abschluss nochmal streame vielleicht oder sowas. Entweder habe ich das jetzt schon getan oder es wird vielleicht noch kommen. Ich möchte das aber nicht hundertprozentig versprechen, denn das ist halt auch eine Sache, es soll mir im Endeffekt auch Spaß machen. Und wenn Battlefield 1 jetzt in der Beta zumindest schon, oder vielleicht auch schon das reguläre Spiel ist jetzt vielleicht auch schon draußen, mich so sehr fesselt, dass ich absolut keinen Bock mehr habe auf Battlefield 4, dann wird es das höchstwahrscheinlich nicht gehen. Dann seid aber auch nicht traurig, aber dann müsst ihr das halt auch verstehen, weil das bringt es dann nicht wirklich, wenn ich dann das eigentlich nur so unter Zwang und Druck mache, dann ist das Kacke am Ende für alle Beteiligten. Aber je nachdem, wenn es halt gut läuft oder wenn sich das halt anbietet, dann werde ich das durchaus nochmal machen. Allerdings denke ich mir da wahrscheinlich noch irgendwie so einen gewissen Rahmen bei aus. Weil auch so darf man nicht vergessen, ich spiele ja vielleicht pro Session maximal 2 Stunden Battlefield und das wäre schon ziemlich lang. Ich glaube, da kommen wir mit dem Kaliber auch gar nicht durch, ein bisschen außenrum. Das heißt, viel länger wäre dann so ein Stream wahrscheinlich auch gar nicht. Und es müssten halt ein paar Leute mit zuschauen, weil das letzte Mal noch, als wir gestreamt haben, dadurch, dass wir nun mal wirklich nicht großartig auf Twitch und so unterwegs sind,
waren das aber in der Regel einfach mal so weniger. Da denkt man sich auch mal so, ja, dann gucken mir jetzt irgendwie 20 Leute zu oder so am Ende. Aber, na, nee, das von uns. Aber wenn ich das, wenn ich da jetzt in derselben Zeit einfach ein Video mache für YouTube, dann sind das am Ende 400 und noch mehr teilweise. Also im Schnitt werden wir mittlerweile wahrscheinlich bei Battlefield ja einen doch sehr guten Schnitt haben von 800, 900 Klicks oder so. Müssten es wahrscheinlich sogar sein, weil es einfach sehr viele Videos gibt, die doch dann deutlich über 1000 und mehrere 1000 Views gegangen sind, bis hin zu 20.000 circa dann das Beste und sowas. Also da haben wir dann wahrscheinlich schon eher so einen Schnitt von an die 1000 Views. Und das ist dann natürlich echt kein Vergleich zu dem, was wir dann bis jetzt bei Twitch und so hatten. Das ist natürlich immer so ein bisschen frustrierend, weil man sich natürlich versucht, auch ähnlich viel Mühe zu geben wie bei einem normalen Video bei YouTube. Und dann ist das halt, irgendwie fühlt sich das halt kacke an. Deswegen, ich Stream an sich ist, finde ich, eine coole Sache. Aber ich glaube, dass das lohnt sich dann irgendwie auch erst, wenn man ein bisschen größer ist. Aber kann man, muss man halt sehen. Also gibt wahrscheinlich Leute, die sehen das ein bisschen anders. Hängt aber am Ende, also wenn ich stream, sollte auch wirklich davon ab. Also wenn dann viele Leute, also jetzt auch ankündigen, ist klar, also so nicht. Ich werde da ein bisschen Vorlauf lassen, dass ihr euch darauf einstellen könnt, wenn ihr das unbedingt schauen wollt. Aber wenn es am Ende dann wenig Leute sein sollten. Da haben sie uns sogar von zwei Seiten aufgelauert. Hart. Also wenn es am Ende dann zu wenig sein sollten, dann werde ich das im Stream aber auch sagen, dann werde ich relativ schnell wahrscheinlich das Ding auch beenden, dann werde ich vielleicht anstandshalber 1, 2, 3 Runden zocken und mehr dann auch nicht, aber das müsste man sehen, das müsste man sehen. Außer müsste man so vielleicht noch sehen, ob da vielleicht nochmal Linus mit dabei ist, das wäre vielleicht auch ganz witzig, weil der ja nun mal auch lange Zeit im Let's Play hier bei Battlefield mit dabei gewesen ist, jetzt am Ende natürlich irgendwann gar nicht mehr, weil es überhaupt nicht mehr bei ihm gefruchtet hat, das Spiel. Aber vielleicht so aus Nostalgiegründen, aber dann wäre das natürlich nur so ein Ding, er würde das absolut nur noch für euch machen. Würde er wahrscheinlich sogar machen, wenn ich ihn drum bitten würde, oder wenn ihr ihn drum beten würdet, aber das Problem ist dabei halt, finde ich, immer so am Ende, dass es das nicht wirklich bringt. Weil selbst wenn man dann am Ende dann nur noch irgendwie Schauspieler hat und dann da sitzt, um damit es einem Spaß macht, um euch irgendwie Gefallen zu tun. Wo ist er? Jetzt haben wir. Dann bringt es halt in der Regel nicht, weil man kann alles sowas nur bedingt schauspielern. Und dann leidet die Qualität, doch, komm schon, sehr gewaltig. Und deswegen, weiß ich nicht, könnte es halt sein, dass es, vielleicht macht er das, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, wenn er nicht Bock dazu hat, dann wird, glaube ich, auch jeder verstehen, dass er dann bei sowas nicht dabei wäre. Und dasselbe halt, wie gesagt, würde für mich auch gelten. Ich meine, momentan, klar, mir macht das Alter noch Spaß. Aber, ach Mist, da unten war noch einer. Aber es kann halt durchaus sein, dass es in Battlefield 1 ist, es halt komplett ablöst und niemand würde dann höchstwahrscheinlich, wenn er Battlefield 1 hat, nochmal auf Battlefield 4 zurückgreifen. Genauso wie ich heute, seitdem ich Battlefield 4 habe, auch nicht einmal mehr Battlefield 3 gezockt habe. Na, das ist halt ungefähr so der Deal. Aber gut, dann das. Ich meine, vielleicht hat sich's aber auch schon längst erledigt, weil ich habe dann doch jetzt ein paar Folgen mehr produziert, als ich gedacht habe. Das heißt, es wird jetzt eh ein bisschen weiter gegangen sein und vielleicht sogar schon parallel geben, höchstwahrscheinlich parallele Folgen geben zu Battlefield 1. Insofern habe ich das Ganze vielleicht sogar schon nochmal anders thematisiert oder halt in den Kommentaren höchstwahrscheinlich auch schon. Dazu müsste es die Zeit jetzt mittlerweile weit genug vorangeschritten sein. Da können wir vielleicht sogar noch eine kleine S-Rock platzieren. Ich meine, es wäre halt auch wiederum witzig, dass es am Ende vollkommen obsolet ist. Ach, Mist. Lass uns in Ruhe. Jetzt können wir mal einen einschenken. Guck mal, ein paar Dinge getroffen. Den müssen wir noch eine schenken. Oh, da hat er uns. Mist. Ich meine, bei Battlefield Hardline zum Beispiel dachten wir ja auch, geil, dass es Battlefield 4 vielleicht ablösen könnte. Und waren auch relativ gehypt bis zum gewissen Zeitpunkt und dann war aber relativ klar, nein, auf keinen Fall. Also das wollen wir überhaupt nicht irgendwie weiter zocken, das ist scheiße. Und da dachten wir aber auch im Vorhinein so ein bisschen, da könnte ja vielleicht sein und weiß ich was. Und die Beta hat zum Teil ja auch durchaus Fun gebracht, also das war echt eine schöne Sache und wir haben es uns ja sogar auch gekauft und die ersten Runden waren auch noch cool, aber es hat so schnell im Spiel Spaß verloren, dass das auf keinen Fall hätte jemals irgendwie ausgleichen können. Und bei Battlefront war es das ja eigentlich auch so. Da dachten wir auch, das könnte es dann ablösen. Und hat es dann am Ende nicht. Also vielleicht, sind wir jetzt mittlerweile, oder ihr, die es jetzt gerade hören, vielleicht ja auch jetzt schon schlauer und wisst, Battlefield 1 ist nicht geil. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon einiges dazu gesehen und es sind doch schon echt einige Sachen, auf die ich mich wirklich, wirklich sehr freue. Insofern, vielen Dank fürs Dabeisein, was die gesamte Playlist angeht und die gesamte Zeit bei Battlefield. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch zahlreich dann bei Battlefield 1 mit dabei seid, denn dann geht's im Endeffekt ja auch weiter, wenn wir ehrlich sind. Insofern gibt es kein lachendes und kein weinendes Auge, sondern im Endeffekt Business as usual. Ich hoffe, ihr seht das zumindest genauso. Und bis zum nächsten Battlefield 1 Video.